Und herzlich willkommen, liebe Leute, heute mal AP farmen. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht natürlich eine Bierhalle oder euer Freund braucht eine Bierhalle. Ist egal, ob euer Freund eine Bierhalle hat oder ob ihr euch eine Bierhalle gekauft habt, ist gleich egal. Ihr könnt das auch beim Freund machen, also ihr müsst euch keine Bierhalle kaufen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich eine Bierhalle kaufen. Wird auch gekriegt, ja, Bierhalle wird auch gekriegt, ja, in Angebot, ich kann mal gucken, ja, ist ein Angebot. Also einfach mal auf Bierhalle gönnen, Leute. Bierhalle ist die Woche ein Angebot. Also ich wollte mal sagen, gönnt euch einfach mal auf Bierhalle, falls ihr noch keine haben wolltet. Ist die Woche wieder ein Angebot. Guck gegen Zeitpunkt, wo ich hier wieder aufnehme. Heute haben wir gegen Siefbinden, ich gelinge euch das gar kein SK. Heute haben wir gegen Siefbinden. Siefbinden 28. So. Bierhalle ist ein Angebot und ja, wie gesagt, ihr müsst keine Bierhalle haben, gleich auch wenn euer Freund das Bierhalle hat, also einer von euch, entweder du selber, und man kann es auch solo machen hier mit den AP Farming, also von daher solo, also heißt alleine. Wie gesagt, man braucht dafür nur eine Bierhalle, mehr braucht ihr dafür nicht, und dann wollte ich mal gar, fangen wir mal damit an. Ihr geht dann hier hin, guckige Kaffee hier, ihr müsst vorher natürlich die Eingekunk schon gemacht haben und ja, geht ihr guckt ihr Kaffee hier, kriegt gar mal Falker oder Geige, falls ich noch nicht die Kaffee hier offen habe wie ich. So, dann geht ihr euch hin, meldet euch jetzt als CEO an oder als Mokoga-Berigant, ist egal, weiß ja nicht was ihr habt, meldet euch an, du kann mal gemacht. So, dann wird ihr da oben, das da oben Casino auch bin, wird ihr auch Casino auch bin. Gucken mal auf, Casino auch bin. So, jetzt folgt ihr euch entweder ein Heli an oder so wie ich mein Fall jetzt, ich fliege mit meinem Finger Mokoaka hin. So, in meinem Fall, ich fliege mit meinem Finger Mokoaka hin. Und ja, so, ich kann euch gleich was für ein IP bekommen. Super easy, super einfach und ja, Leute, man kann super easy IP farmen. Wenn du noch nicht ein hohes Level bist, lohnt sich das natürlich wirklich. Oder man fährt einfach mit dem Auto hin, wenn ich nicht. Also in meinem Fall geht gleich mein Auto, also wir fahren gleich einfach mal ein Heli an, weil ich dann gar cool lange. So. Wir fahren uns einfach über KO ein Bagger an, also falls ihr den Bagger nicht haben, Gold gekocht, das bei euch 25 Kaugen. Mehr koche ich nicht, kämpfe ihn mal hin, vom Casino. Also wichtig ist, dass ihr euch eine Bierhalle in der Nähe kauft. Weil dann müsst ihr nicht so weit, kommt Casino immer. Dann könnt ihr euch ein paar Mal wiederholen und ihr könnt damit gut AP farmen. So, jetzt muss ich mal kommt Casino. Casino auch bin. So, ab kommt Casino, wo ich mal gerade noch dicht sage. Hinga. Und das ist wirklich so einfach, das kann Jäger machen. Wie gesagt, ihr braucht keine Bierhalle selber, ihr könnt das auch beim Freund machen, das ist doch gut dabei. Ihr müsst da einfach nur hin. So wie ich das jetzt mache, fliege ich auch mal hin. Nur hinfliegen, Leute, nur hinfliegen. Mehr nicht. So, wir nehmen wie ich hier hin, so wie in meinem Fall. Fliege ich jetzt hier hin. So, wir gehen jetzt da. Dann fliegen wir mal lang mal hoch hier ein bisschen. So. Hier bei die Palme, fliegen wir hin. So. Und wieder weiter. Und jetzt wieder abhauen. Und ihr wollt gleich marken, ich bekomme gleich LP, ihr wollt es gleich gehen. Ich bekomme gleich wieder gut LP und hier bekommt man gutes LP, muss ich sagen. So Leute, wir gehen weg. Und hier geht, ich habe gut LP bekommen, Leute. Also von daher, Leute, echt lohnt sich, ich hab hier gehen, also echt lohnt sich. Und das könnt ihr immer und immer und immer wieder machen. So, das ist die Möglichkeit Nummer 1, um LP zu farmen, vor Anfänger natürlich geeignet. Und natürlich auch von Leuten geeignet, die können länger bieren. Aber wenn die Leute, die können länger bieren, braucht natürlich länger mit den Leveln. Und ja, ist natürlich, kann man immer wiederholen und immer wieder machen, so oft wie er will. Also ist super easy, super einfach. So, dann gehen wir und gleich bei Möglichkeit Nummer 2 wieder. Weil eine Möglichkeit gibt es noch, die kann ich euch noch.
wir gehen und wieder, wenn ich angekommen bin. Sim Galabim. So Leute, jetzt kann ich euch Möglichkeit Nummer 2, Leute. Jetzt kann ich euch Möglichkeit Nummer 2, wie ihr gut LP farmen könnt. Natürlich braucht ihr wieder gegen Heli hier. Mehr braucht ihr ich mal nicht. Aber ihr braucht gegen Bagger hier, gegen Heli. Gehen könnt ihr natürlich über KO am Vorgang. Also wichtig ist, dass ihr KO machen könnt. Oder eben, ihr habt irgendein anderes Flugobjekt, womit ihr fliegen könnt, ist halt egal. Auf alle Fälle einfach wach fliegen kann. Am besten ist der Bagger dafür. Den Vorgang über KO an, wenn ihr ihn nicht gekauft habt, kostet das 25.000 bei euch und ja, geht eigentlich. So, dann fliegen wir jetzt einfach, warte ich halt nicht mal auf den Kack. Hier müsst ihr hinfliegen, hier ist das Gefängnis. Einfach kommt Gefängnis hinfliegen. Sogar ist das Gefängnis, da geht ihr jetzt nochmal. So, hier hinten ist das Gefängnis in der Nähe von gegen schönen Einkaufslagen hier, also in der Nähe von gegen Einkaufslagen und gegen Mottenlagen und Bagages. So, hier in der Nähe müsst ihr hin. So. So, dann geht ihr dann Heli. Natürlich könnt ihr da hinfliegen. So, ihr fliegt da einfach nur hin, so wie ich jetzt in meinem Fall, wir fliegen da jetzt hin. Einfach nur hinfliegen, Leute. Und dann einfach mal ein bisschen ballern. Ihr fliegt jetzt über ein Gefängnis und dann schießt ihr ein bisschen. Aber nur ein bisschen, Leute, und dann mehr müsst ihr nicht machen. So wie hier, wie ich. So. So, und wir haben 4 Gange und jetzt können wir wieder abhauen, Leute, und sofort wieder umgehen und abhauen. So, ihr hauen wieder ab. So, ihr geht es. Wir hauen wieder ab. Jetzt müssen wir natürlich die Bullen abhängen, mehr müssen wir nicht machen. Aber gar nicht super easy mit dem Heli, also Leute, das ist super easy. So, jetzt können wir natürlich die Bullen abhängen und dann bekommen wir natürlich gut LP, Leute. So, das ist super easy, also das ist super easy. Das könnte eigentlich von euch jeder hinbekommen, auch die Leute, die noch nicht auf hohes Level haben. Weil ihr müsst die Bullen nur abhängen, ihr müsst gar nur hinfliegen, wo die Bullen nicht sind. Ihr geht euch ja auf der Karte, wo die Bullen sind. Und wenn wir die Bullen abgehangen haben, bekommen wir LP, liebe Freunde. Na, jetzt kommen natürlich ein paar mehr Bullengage, aber es geht schon, Leute. Man schafft es, guck. Man schafft es. Und ihr geht es gleich. Gleich bekommen wir LP, weil die Bullen verfolgen gleich nicht mehr. Wir wollen es schon schaffen, Leute. Wichtig ist, dass ihr es mit dem Heli macht. So wie ich hier gerade in meinem Fall. Und wir haben LP bekommen. Ihr habt begegnet, wir haben LP bekommen, liebe Freunde. Also, es lohnt sich easy. Super easy, super einfach. Die Bullen abkühlen, also. So, die beiden Möglichkeiten gibt es, wo ihr gut mit leveln könnt, wenn ihr noch nicht von hohes Level geht. Natürlich lohnt sich das auch für Leute, die können länger spielen. Und ich hoffe mal, dieses Video hat euch ein bisschen geholfen, wie ihr gut leveln könnt. Und ja, die beiden Möglichkeiten gibt es, wenn ich mal noch einfach finden sollte, womit ihr gut leveln könnt, wo ich mich natürlich bei euch melden. Aber ich hoffe mal, es war hilfreich und kein dieses Video mit allen Leute GGA folgen, dass ihr ein bisschen leveln könnt. Ich wollte gerade ein bisschen nächsten Video, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.